Ihr wisst ja alle, dass ich PS Plus User bin. Deshalb möchte ich mal gucken, was es jetzt Neues bei PS Plus gibt, was wir uns dann auch spielen können. Also gucken wir erstmal, was hier auf der Startseite so rumliegt. Ja, Infamous und all diese Sachen, die liegen da irgendwie immer noch. Aber Leute, ich will die Komplettansicht haben, also sagen wir mal Zugriff auf deine Spielesammlung. Kingdoms of Amalur: Reckoning. Das ist sicherlich geil, das Spiel. Mal gucken, was es da für Screenshots gibt. Oh, das sieht sehr nach Action-RPG aus. Mal gucken, was da so steht dazu. Ja, bla 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 bla. Tauche in ein gewaltiges neues Universum ein, das vom Bestseller Autor R. A. Salvatore, dem renommierten Künstler Todd McFarlane und dem legendären Spieledesigner Ken Rolston erschaffen wurde. Wähle deinen Weg und kämpfe dich durch eine riesige Welt mit einigen der Zivilisten, mit einigen der Intivisten, direktesten individuellsten Rollenspielkämpfe aller Zeiten. Ja, Rollenspiele liebe ich. Ich bin absoluter RPG-Fan. Also das wird geladen. 13,4 GB. Scheint ein recht gutes Spiel zu sein. ICO und Shadow of the Colossus Classics HD. Aha. Gucken wir uns doch mal schnell den Trailer dazu an. Ich hoffe, der kriegt das von der Netzwerkspeed hin, den wiederzugeben. Aha. Sieht mir auch noch RPG aus. Scheint dieses Mal ein ziemlich RPG-reiches Update zu sein. Sieht ja sehr interessant aus. ICOTM. Aber es ist ja auch Shadow of the Colossus, ist doch auch dabei. Was ist denn jetzt Shadow of the Colossus? Keine Ahnung. Mal gucken, was da so dazu steht. Das vielleicht nicht bloß mit bla 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 bla. Das habe ich jetzt keine Lust. Oh, warte mal. Steht da nicht, dass das ist 3D? Ihr Spiel ist ein 2D- oder 3D spielbar für die Scary bla. Ja, das ist doch schön. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und was gibt's noch so? Ja, dieses Velocity Ultra, das brauche ich nicht. Was ist Demons? Hallo? Hat er gerade Probleme? Demons Souls. Was ist das denn so? Ab 16? Aha. Mal gucken, wie die Screenshots dazu aussehen. Sieht auch nach RPG aus. Das ist so der Standard-Magier-RPG-Stil, ne? Ja, RPG. Wow. Was gibt's hier noch so? Ja, es ist nicht schlecht. Also ich würde sagen, ich lade jetzt Kingdoms of Amalur: Reckoning runter und Let's Play das. Boah, da habe ich aber ganz schön viele Let's Plays gleichzeitig, ne? Naja, egal. Also, bis zum nächsten Mal.